Willkommen, Falkenhorst. Schönen guten Abend. Ja, bitte einen kleinen Moment. Sag mal, das gibt's doch nicht. Ich kann so nicht arbeiten. Ich hatte extra eine Leiter hier bestellt. Hallo Technik, bitte. Naja, da wird sich morgen jemand die Papiere abholen. Ich war, ja. Ja, sympathischer Einstand. Schönen guten Abend. Ja, schönen guten Abend, Herr Herrmann. Schönen Abend. Vielleicht am Anfang eine ganz einfache Frage, aber Falkenhorst, der Name, ist das ein Doppelname? Heißen Sie eigentlich Horst Falken? Ist es ein Künstlername, ein Pseudonym oder wie siehst du das eigentlich? Also erstmal würde ich mich freuen, wenn wir beim Sie bleiben könnten. Also, was ist das für eine groteske Frage? Natürlich heißt ich Herr Falkenhorst mit Nachnamen. Falkenhorst, nicht wahr? Ich sage ja auch nicht Hermanns Thomas. Nein, ja. Das ist, ich verwehre mich da gegen die grassierende Duzeritis in Film und Fernsehen, nicht wahr? Und auch im Radio. Nein, natürlich, ich heiße, ich habe einen sehr schönen Vornamen, den ich aber nur meinen engsten Freunden verrate. Ich kann es ja hier mal tun. Ich heiße Günther. Ja, ist ja auch schlimm, würde ich sagen. Ne? Aber es war ein sehr schöner Auftritt, gerade von Ihnen hier. Das Publikum, ja. Super. Hat Ihnen gut gefallen hier in Füssen? Ja, sehr schön. Ja, sehr schön. Vielen Dank nochmal an das hinreißende Publikum. Ich wurde von Ihrem Betreiber, von Ihrem Manager nun gebeten, noch auf Ihre Charity-Arbeit einzugehen, das ja sehr viel auch für notleidende Kreaturen tun. Ja. Vielleicht erzählen Sie spontan da mal was. Verzeihung, darüber. Ich muss ganz kurz, Moment. Ach so. Wir hatten da so eine gute Absprache eigentlich, an der Stelle, dass jetzt die Charity-Arbeit. Oh, ich sehe gerade, ich muss wirklich los, mein Flieger wartet. Bitte, bitte nehmen Sie mir das nicht übel, ja, das Taxi wartet schon draußen, ich muss wirklich zum Flughafen. Aber mein Assistent wird mich hier weiter vertreten. Machen Sie es gut, es war mir eine große Freude, hier zu sein, heute Abend. Tschüss. Falkenhorst, meine Damen und Herren. Ein Frosch, der sich wie eine Sau benimmt. Aber mal gucken, was der Assi so drauf hat. Ich freue mich. Ja, schönen guten Abend, Herr Maulwurf. Schönen guten Abend. Hier, Herr Maulwurf, hier. Ne? Ich wäre hier auf, hier, folgen Sie meiner, hier bin ich. Hake? Auf, hier, nicht Hase, hier. Ja. Schönen guten Abend, Herr Maulwurf. Ja. Auch zu Ihnen vielleicht, der Auftritt war super gerade, Winnetou eine schwere Rolle. Wie haben Sie das so angelegt? Rollig, rollig haben Sie es angelegt. Willig, ja, sehr schwer. Ja. Schwer, schwere Rolle. Ja, aber Maulwurf eine Schauspaße. Ja. Bitte? Schauspaße. Schauspaße. Schauspaße, ja. Ja, Maulwurf. Ich habe nur bekloppt da auf der Couch. Nur die Lichtsage. Ja, ja, sein oder nicht. Hier wäre ich wieder. Hallo. Ja, so. Vielleicht mal eine ganz einfache Frage. Wer ist Ihre beliebteste Person im deutschen Fernsehen? Nicht, wer ist Ihre beliebteste Decke im deutschen Fernsehen? Wer ist Ihre beliebteste Person im deutschen Fernsehen? Der Maulwurf. Sehr bescheiden. Der Maulwurf ist selber seine beliebteste Person im Fernsehen. Gibt es noch irgendjemand anders, den Sie vielleicht ab und zu toll finden? Die Bärbel. Bitte? Die Bärbel. Eine Barbe, ein Fisch im Fernsehen, der schwimmt im Fernsehen. Nicht ein Fisch, Die Bärbel, schöne Barke. Jetzt habe ich es verstanden. Barbara Schöneberger, ja, meinen Sie. Und stellen Sie sich vor, als Überraschung für Sie haben wir die auch hier. Hier ist unser Überraschungsgast, Barbara Schöneberger. Schönen guten Abend. Was für ein Zufall. Ich bin so froh, dass du da bist. Ich sitze hier nur mit Bekloppten. Ja, das wird sich nicht wesentlich ändern jetzt. Ich bin so froh, dass du da bist. Maulwurf, Barbara, Maulwurf. Hallo, Maulwurf. Hallo. Oh, danke. Sehr schön. Barbara, dass du da bist. Ich freue mich so. Deine neue CD ist auf dem Markt. Du bist auf Tour mit einer ganz tollen Live-Show, die ich gesehen habe. Die ist wirklich fantastisch. Gäbe es dir vielleicht auch mal die Möglichkeit, dass du hier in Füssen auch mal vorbeischaust? Ja, wenn ich mir das so überlege, planen wir, glaube ich, im nächsten Jahr eine gesamte Allgäu-Tour, die sich rund um die Städte Kaufbeuren, Markt, Oberdorf und Füssen dreht. Weißt du? Ich bin jetzt langsam über 35, ich freue mich über alles. Hallo. Was ist dir denn bei einem Mann,
Also, oder bei einem Maulwurf. Ich habe mich so selten mit Maulwürfen beschäftigt. Was ist dir wichtig? Und ich merke, kommst dir darauf an? Es fehlt mir was. Gott, ja, fein geschnittene Gesichtszüge finde ich wichtig. Behaarte Brust, yeah, angenehmes Äußeres. Und dass man sich halt auch gut unterhalten kann. Hallo. Also, ich habe das Gefühl... Ich habe das Gefühl, da entwickelt sich was. Das ist so ein bisschen damals wie bei Romy Schneider. Da ist ein bisschen Prickeln auf der Torte. Sie gefallen mir. Wisst ihr was? Ihr seid so ein Traumpaar. Ich hätte Lust, mit euch was zu machen. Und zwar ein großes Liebesduett zu performen. Ja. Einmalig und nie wieder gut zu machen. Ja. Kennt ihr, ich frage mal erst dich, weil der... Also kennst du vielleicht von Serge Gainsbourg und Jane Birkin Je t'aime? Kennst du Je t'aime? Ja, ich kenne. Kennen Sie auch, Herr Maulwurf, kennen Sie Je t'aime von Serge Gainsbourg und Jane Birkin? Ja, in Jane Birkin, ja. Mhm. Das bin aber ich. Ich mache die Jane Birkin. Jane Birkin, ja. Oh, das ist super. Pass auf, dann machen wir das nämlich so. Ich habe hier die Texte. Okay. Einmal für dich. Das ist ja nicht so, soweit ich das in Erinnerung habe, ist es ja textmäßig nicht so anspruchsvoll. Nee, aber man muss es fühlen. Ja, ja, klar. Ich würde mal die Schweineorgel dazu spielen. Gott, aber mit dem kommt man ja sofort in Stimmung. Ah, live. Ich glaube, es macht nicht so viel Sinn, ihm den Text zu geben. Lass ihn mal machen. Ich spiele live dazu die Schweineorgel. Ihr fühlt euch rein. Können wir vielleicht für dieses einmalige Duett noch eine stimmungsvolle Lichtstimmung haben hier? So ein bisschen Erotik. Ich habe Angst. Herr Maulwurf, da ist Barbara, hier, da ist das Publikum. Hier. Und ich würde sagen, nur für die große Quatsch-Wintershow, hier kommt eine einmalige Version von Je t'aime. Bitteschön. Oh, die ist aber schön, die ihr da rausgesucht habt. Ist schön, ne? Ja, das ist eine ganz teure Version gewesen. Achtung, jetzt komme ich. Je t'aime. Oh, je t'aime. Yeah. Oui, je t'aime. Yeah. Moi non plus, ne? Oh, mon amour. Yeah. Comme le bac, ihre Chélu. Jetzt pass auf. Je vais, je viens. Entre tes reins. Je vais et je viens. Entre tes reins et je les retiens. Jetzt wird's richtig erotisch. Oh, oh mon amour. Mon amour. Jetzt. Je vais, je vais, je reviens. Je glaube auch nicht. Und entre tes reins. Je vais, je viens. Entre tes reins. Et je me retiens. Letzte Strophe. Je t'aime. Je t'aime. Ja, je t'aime. Oui, jetzt wird sexy. Oh, mon amour. Sarkozy. Sarkozy. Großes Finale. Je vais, je viens. Und? Non. Maintenant. Maintenant. Yeah. 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 Yeah.